Heute, was geht ab, Leitonge? Mit am Start, Tati. Laut einem großen Münchner YouTuber namens Franklin, hat er schon gesagt, auf blöd fordert er ihn mal heraus, wieso nicht? Ja, er meinte, das ist einer der Top 3 Döner. Der Döner, Mustafas Gemüsekäse und Sendling Spezial sind die drei geilsten Döner in München. Und die Top 2 sind identisch mit unseren. Das war einmal Türkisch und einmal Mustafas Gemüsedöner. Und der hier kann möglicherweise Platz Nummer 3 von uns übernehmen. Das wäre Arkadasch vom Gut Kreuzplatz. Aber das werden wir sehen. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, Mann. Ganz geil. Wir haben den Burger genommen mit extra Fleisch, 6 Euro. Das ist eine Monsterportion, Alter. Ja, Mann. Ich freue mich so. Jumbo war anscheinend auch hier. Foto zeigen wir euch später noch. Ja, Mann. Hatten wir beim Fake-Stream jetzt schon. Aber jetzt hat der leider nicht, aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Also hier war an, aber hier war nicht an. Warum auch immer. Ich esse meinen Döner immer gerne nur mit Zwiebeln und Krautsalat. Alles andere brauche ich nicht. Und Soße natürlich. Salat, Tomaten braucht kein Mensch, oder? Bin gespannt. Ich muss jetzt mal essen, oder? Erst ein bisschen war schon nice, Mann. Sehr, sehr gespannt. Drei von den Fetten hier ist schon ein bisschen heftig. Drei von denen hier? Okay, die sind ja doppelt. Die sind ja extra Fleisch. Ja. Aber diese Türkisch-Dinger, die könnte ich schon reinhauen, oder? Wo ist Bargisch? Der gehört nicht zu den Döner-Testern. Das ist nicht sein Segment. Ja, Mann. So. Einen müssen wir noch testen, und zwar der in Wolfratshausen. Genau. Da müssen wir mal Dimi fragen, ob er Bock hat, mitzukommen. Er hat letztens mir geschrieben, von alleine. Er hat mich angerufen. Echt? Mhm. Alter, was ist da los? Ich glaube, ich treffe ihn am Samstag. Wenn es alles klappt, treffen wir uns am Samstag. Alter. Alter. Leicht überfordert. Von der Größe. Das ist Endstreck. Also mit extra Fleisch für 6 Euro. Krass. Das wäre kein Döner für unterwegs zu essen. Nee, überhaupt nicht. Da würde alles rausbleiben. Alter. Erstes Problem schon mal. Es kleckert alles raus, es fließt alles raus. Es ja, fällt alles raus. Ich glaube, wir hätten nicht den Fetten nehmen dürfen. Mhm. Aber das war zu verwirrend. Mhm. 1 Euro extra für extra Fleisch. Hättet ihr auch gemacht oder ne? Eins im Chat. Alter, das ist zu schnell. Richtig. Alter, ich bin voll. Wir haben uns extra Fleisch gegönnt. 1 Euro mehr. Wer will das nicht tun? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ein kleiner Einblick noch für euch. Fazit. Fazit-Time. Was okay, geht? Also, normaler Kieber 5 Euro, mit extra Fleisch 6 Euro. Ja. Preis-Leistung passt. Ich weiß nicht, ob er jetzt besser ist als der Ding. Ich könnte vielleicht gleichsetzen. Schlecht war er nicht, der war schon lecker. War ordentlich, Soße war lecker. Wir haben auch so ein Gewürz drauf gemacht, war lecker. Im Großen und Ganzen ein sehr guter Döner, aber er kommt mit Abstand nicht an 1 und 2 ran. Also da ist echt viel Platz. Also. Aber der ist nicht schlecht, der ist sehr gut. Kann ich empfehlen auf jeden Fall. Aber hypen will ich jetzt nicht so wirklich. Also empfehlen schon, aber hypen nicht. Wie wäre eine Sterne, Punktanzahl von dir? Punktanzahl. Von 10 Sternen. Boah. Wenn ich jetzt wüsste, was ich den anderen gegeben habe. Ja,
7,5. Okay. 7,5. Gesamtpaket, so mit Preis, Leistung und 7,5 ist gut. Ja. Könnte auf dem dritten Platz sein, aber halt ein guter Dritter. Also, ich habe zufällig erst vor kurzem, am Freitag war das, Nummer 3 gegessen am Rotkreuzplatz. Echt jetzt? Ja. Ich hatte dort zu tun und ich kann dir sagen, nicht annähernd. Er war gut, er war lecker, aber nicht mal annähernd an Arkadasch. Also großer Minuspunkt für die Sauerei. Also gönnt euch vielleicht doch nicht das extra Fleisch, weil das macht echt keinen Sinn. Da fällt einfach nur alles raus und dann muss echt nicht sein. Hat, glaube ich, auch das Erlebnis ein bisschen schlechter gemacht. Soße, alles rausgefallen, Hälfte des Döners auf dem Boden. Aber an sich war schon lecker. Die Schärfe hat mir gefallen, das ist so eine echt leckere Schärfe gewesen. Ich spüre sie immer noch, also ist jetzt nicht so, wo man sagt, bäh, scharf. Sondern so eine gute Schärfe. Brottechnisch kann ich echt nicht sagen, weil zu viel Soße, also das war echt zu voll, das war ein Fehler von mir. Sollte man vielleicht nochmal testen mit normaler Größe, weil das hat echt vieles, vieles zerstört. Aber kann dir sagen, nicht mal annähernd wie Arkadasch. Ja. Dementsprechend, ja, ich würde auch 7,5 geben, so wie Tati. Blöd wäre jetzt nur, wenn wir Akadosh 7 oder so gegeben hätten. Ja, das ist es, weißt du? Ich habe meine 3, also ja. Platz 1 Türkisch, sage ich auch gleich warum. Platz 2 Mustafa und Platz 3 Akadosh. Der Döner hier jetzt gerade eben war echt gut, der war wirklich lecker. Fleisch war gut, Brot war lecker. Er war sehr einfach, oh ja. Aber er war sehr gut, wirklich. Ja. Aber wegen der Einfachheit ist er für mich auf Platz 3. Geschmacklich top, weil bei den anderen hast du noch mehr. Also Türkisch ist sowieso krass, weil der hat 3-4 Soßen, der hat Minze, der hat mehr Auswahl, der hat einfach krassere und das schmeckt auch viel zu geil. Und das Brot von dem, auch wenn es so aus wie so ein Sandwich-Burger, richtig top. Mustafa auch, weil der auch sich Mühe gibt mit den ganzen Beilagen. Und er hat auch Platz 3, was nicht schlecht ist, weil aber auch wirklich sehr, sehr lecker ist. Wirklich lecker. Kann ich ihm so zustimmen? Der ist halt schon krass, ja. Aber für sein Niveau ist er halt krass. Genau. Ja. Also der ist halt echt basic, aber dafür, dass er basic ist, ist er krass. Ja. Wirklich sehr solide. Deshalb ist auch aber die Frage, ob es vielleicht noch andere andere Dönerläden gibt, ja, die noch ein Tick vom Niveau her höher sind, ja, als er zum Beispiel. Jetzt auch wieder ein bisschen Gas geben wie so die anderen Zweiter. Das wissen wir nicht, also keine Ahnung. Aber jetzt momentan für mich auf jeden Fall Platz 3. Dann macht unser Bewertungssystem gar keinen Sinn, aber ja, ich kann dir sagen, Arkadasch war besser. Ja, das ist nicht Top 3 in München. Nee. Top 3 steht noch. Noch. Aber wir werden noch ein paar für euch testen. Also das seht ihr in den anderen Videos. Grüße gehen raus an Franklin, von dem wir das gesehen haben. Ja, Mann. Ein paar Challenges werden noch kommen. Auf jeden Fall, Franklin. Und falls du Arkadasch nicht getestet hast, teste ihn mal. Ja, auf jeden Fall, Mann. Vielleicht ist er auch besser. Ist er deine Nummer 3? Ja. Die anderen zwei sind eh. Ja, ja. Die sind zu krass einfach. Aber ist okay. Ist okay. Das war's von uns, Leute. Gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo, checkt die Videos ab und ciao.